als Gattung kann man relativ schon genau definieren, wie der tönt. Und es ist ja bis Ende 19. Jahrhundert eigentlich praktisch die einzige Art gewesen von Alpenmelodik. Also wenn man hört, und bei Alponisten, wenn man sieht, Kühreihen, dass ganz viele haben keine Ahnung, was das ist und dass das eigentlich die ursprüngliche Mundart des Alporn ist, dass das, das einfach so ist entstanden. Ich finde es eben spannend, die alten Melodien, die da jetzt schon sparen, die aufgezeichnet wurden, jetzt mit denen die in die heutige Zeit zu transferieren und mit denen etwas zu machen. Einerseits etwas ganz Altes, aber vielleicht in einem neuen Kleid. Eine Vielfalt und einen Charakter und eine Schönheit. Und es ist jammer schade, dass man die Kühreihen in den letzten 70 Jahren mehr oder weniger hat